Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Blog geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte. Und heute geht es um das sogenannte Energietopfmodell. Ja, wie kann man die eigenen Batterien, wie kann man die Energie, die Kraft wieder auffüllen? Wie kommt man aus der chronischen Belastungssituation heraus? Und da ist eben dieses Energietopfmodell von Karin Klug aus dem Jahr 2008 Spitze. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie geht es euch energetisch? Ist euer Energietopf 100% voll, 90% oder 80% oder sind es gar 30% oder 40%? Da würde ich euch bitten, kurz innezuhalten und einmal nachzufühlen, nachzuschauen, nach innen zu schauen, wie stark ihr noch seid, wie groß diese Energie noch vorhanden ist. Es ist empirisch belegt, dass Stress krank macht, dass Dauerstress, chronischer Stress die psychische und die physische Gesundheit ruinieren kann. Unlängst hat ein Arzt zu mir gesagt, wortwörtlich, er hat gesagt, dass die jüngeren Kollegen, die jüngeren Ärzte nicht mehr bereit sind, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten. Ja, dass es hier einen Paradigmenwechsel gibt, die sogenannte Work-Life-Balance. Ja, auf der einen Seite ist es noch cool oder man kann es noch sagen, es ist so stressig momentan, ich habe keine Zeit für nichts. Und reflexartig spart man dann auch bei diesen Dingen ein, die eigentlich wirklich den Energietopf wieder auffüllen würden. Freunde, Freizeit, Sport, Bewegung. Dreampop 2008 sagt, wir müssen rennen, rennen und nicht Kaffee trinken, um diesen Energietopf wieder aufzufüllen. Recht hat er. Natürlich ist das in der jetzigen Situation ein wenig anders. Viele Ressourcen können wir nicht anzapfen, aber ja, deswegen möchte ich euch auch dieses Energietopfmodell zeigen, weil es etwas sehr Individuelles hat und man auch persönlich darüber nachdenken kann, ja, wo und wie kann ich denn meine Energie wieder auftanken? Ja, das Energietopfmodell, ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie einen Topf. Einen Topf allerdings, der Löcher hat und bei manchen ist es sogar wahrscheinlich ein Nudelsieb. Ja, nein, er hat ein paar Löcher. Man verliert also immer Energie, auch wenn alles gerade gut läuft und man persönlich 100% voll der Energie ist. Auf der einen Seite ist ein Zulauf, also hier gewinnt man Energie. Die Frage ist dann auch immer, wie gewinnt man Energie, wie oder wodurch generiert man Kraftenergie, wobei entspannt sich jemand, da gibt es ja auch große individuelle Unterschiede, und wodurch kann ich meine Batterien, sage ich, wieder auffüllen. Dieser Topf ist durchlässig, er hat Löcher und auf der einen Seite gibt es die externen Stressoren, also externe Stressoren wie Arbeitszeit, Arbeitsdruck, die soziale Situation natürlich spiegelt sich auch hier wieder, Mobbing, Bullying und auf der anderen Seite die internen psychischen, psychologischen Stressoren. Wie groß ist der Druck, den ich auf mich ausübe? Darf ich Fehler machen? Und bin ich sehr leistungsorientiert? Ist meine Selbstwertschätzung sehr leistungsorientiert? Und so ist dieses Modell von Karin Klug. Also auf der einen Seite externe, interne Stressoren, die ja diese Löcher in diesem Topf bilden. Man hat aber auch einen Zufluss und diese Energie ist individuell unterschiedlich. Allerdings gibt es auch wissenschaftliche Belege, was uns gut tut, eben Dreampop zum Beispiel, Sportaktivität und das viel und das jeden Tag. Und genau
an dieser Ecke wird oft gespart, wenn es wirklich stressig wird. Dann kappt man Freunde, Laufen, Bewegung, Supervision, Meditation und so weiter. Ja, auf welche Zahl seid ihr gekommen bei dieser Energieüberprüfung eingangs? Also viele haben 100%, 80% und ja, dieses Schwinden an Energie geht unmerklich. Es ist dann plötzlich so, dass jemand krank wird, wenn er Urlaub oder Ferien hat, oder dann hört man sogar von jemandem, der ausgefallen ist, der in einem Reha-Zentrum ist, in einer Burnout-Klinik. Aber dieses Schwinden geht eher unmerklich und man muss sehr gut drauf schauen. Eine intelligente Frau hat zu mir gesagt, ja, eigentlich sollte das sein wie Zähne putzen. Man beginnt sich ja auch nicht die Zähne zu putzen, wenn alles kariös ist. Und diese Psychohygiene, dieses Schauen auf die eigene Energie sollte eigentlich ein alltägliches Ritual sein. Deshalb würde ich euch auch bitten, wirklich den Fokus zuerst auf die Energie zu richten, zu schauen, was könnt ihr euch trotz dieser Umstände richten, um die Batterien wieder aufzufüllen, um Energie und Kraft zu finden. Von Sport über Yoga, das ist empirisch bestätigt. Ich habe auch ein wichtiges Video dazu gemacht, die Resilienzfaktoren oder körpereigene Drogen zum Beispiel. Bei diesem Thema möchte ich euch noch Längle ans Herz legen. Ein Existenzanalytiker. In der Infobox werde ich euch meine Videos auch reinstellen zu diesem Thema und Längle als Lektüre empfehlen, wo man sich damit beschäftigen kann. Ja, ist das schon der richtige Weg meiner Existenz? Bereue ich auch nichts am Ende der Tage? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.